MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo YouTube, nächstes Mal euer TLC mit Dosburg in die Wand. Und was sagen wir heute? Wir spielen heute Star Conflict. Ja, das ist Call of Duty im Weltraum. Ja, oder so quasi World of Tanks im Weltraum. Wir haben jetzt so das Spiel Herrschaft, wir müssen die Punkte einnehmen. Ja, und währenddessen alles zerballern. Wir haben unendlich Leben in diesem Modus, wir können das immer wieder respawnen. Ich nehme hier so einen Abfangjäger mit, also so einen Kampfflieger hier. Von den einen Fraktionen, ich kenne die Namen an, ich weiß nur, dass ich mich bei der Jericho angeschlossen habe. Ja. Und wir ballern ein bisschen rum. Rechts stehen natürlich meine Leben und meine Schilde. Und meine Energie steht links, wie viel ich hier anschubsen kann. Gucken hier. Dei! Ich sagte, ich zerballer dich so sehr. Ah, ich krieg... Ich krieg den ganzen Visier rein. Wo ist denn das Ding? Verdammt. Ah, Mann. Das ist das blöde Fadenkreuz nicht gesehen vor lauter Brummster, ey. Ist ein bisschen unübersichtlich. Ja, und dann müssen wir wieder warten, bis wir wieder reinkommen. Ja, es geht so seine Zeit. Dann müssen wir wieder spawnen hier. Ja, machen wir denn hier ein? Ach, verdammt. Aha. Verdammt hier. Wo bist denn du hin? Fix das hier. Bisschen unsichtbar machen. Bam. Sind wir ein bisschen mit dem Schiff angewöhnt, das ist nämlich neues. Ei. Oh. Ei. Ja, verdammt, bleibt er doch noch da hängen. Der über uns? Stirb doch einfach. Ja, das hätte ich nicht gedacht, hä? Ja, muss ich schnell bewegt, die anderen ballern drauf. Ich kann die eben verlangsamen. Ich habe eine Tarnfähigkeit, die euch auch schon bestimmt aufgefallen ist. Ich wollte den Typen nicht rammen. Aber ich will ihn zerstören. Wenn sich niemand bemerkt, kann er richtig schön da reinraschen. Pff.
Fick dich! Verdammt! Aber ich habe nur gekillt! Ich glaub's nicht, ist ja saugeil. Was machen denn die Jungs hier? Kommt schon, wir müssen es einnehmen. Man ja so gut wie dann wir gewonnen. Die ganze Zeit zocke ich hier und gewinne hier mit Runden, dann mache ich einmal ein Video für YouTube und schon funktioniert der ganze Shit wieder mal nicht. Die haben wir aus den Socken. Ah! Ja, gib nur Assist. Yes, abgeknallt. Gewonnen! So, jetzt kann ich noch mein Gear raussuchen. Schildmodulator. Nothing. Oh. Mhm. Das hier. Gewonnen. Ha, ha, ha. Und ich bin zweitbester Spieler. Ja, das finde ich super. Also, ich habe auch meine Schiffe direkt nochmal zum Anschlotzen. Entschuldigung, dem bin ich hier gerade rumgeflitzt. Da habe ich wieder was abgeschlossen. Da habe ich wieder einen neuen Quest hier. Mal kurz gucken. Temperaturen haben wir ja alles. Kommunizieren, ja, da kann man eben die Farben und so alles einstellen. Braucht man eigentlich ab und zu mal. Welchen kann ich ummodellieren? Aha. Aha, das heißt, kriegt da. Transe. Welche sind das eigentlich? Ah, das sind die. Ich habe 3000. Aha, jetzt komme ich los. Ja, ich habe hier noch die ganzen Module. Verlangsamer super, das habe ich auch schon zweite Stufe. Verringert die Widerstandskraft des Schildes. Aha, okay, ja eben, das war das erste. Das habe ich jetzt nochmal aufgewertet, Stufe 2. Damit es eben besser wird. Damit ich ihn eben nochmal richtig pauken kann. Für 60k tue ich mir auch mal dann noch eine erhöhte Schaden suchen. Aber, wenn man sehen kann, hat das, gerade noch funktioniert. Wir suchen uns nochmal eine neue Runde. Es ging ja hier recht flott, ne? Sind wir gerade 8 Minuten dran. Jetzt. Ja, nur denken wir so zum Hintergrund zum Spiel selber. Es ist free to play. Ihr könnt es bei Steam gratis eben wie gesagt runterladen und auch spielen. Ihr stellt euch schnell dort einen Account eben 2 Sekunden und könnt dann loszocken. Was ich sehr positiv finde, es geht sehr schnell. Wir sehen können, nach 30 Sekunden hat man so eine Runde. Wir können auch selber Privatrunden erstellen lassen mit Freunden gegen Bots und so. Also es gibt auch mit Bots eben. Und das finde ich immer sehr gut. Dann könnt ihr auch an sich aussuchen, wo die Server stehen, die ihr sucht. Es gibt eben China, Europa, Asien, Russland und so. Und das finde ich auch immer gut. Ich lasse zwar immer Annie, weil bis jetzt habe ich noch keine Lags gehabt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl gehabt hier, ach scheiße, ne, Lagging oder so. Sondern eigentlich recht immer sehr flüssig. Aber man merkt ja, hier fliegen ja auch Schiffe an einen vorbei und da, wenn es eben lag, dann merkt man das rein eben, dass man dass sie eben zurückgesetzt werden oder so. Und grafisch muss ich ehrlich sagen, ist das Spiel super genial. Ich habe das auf Ultra stehen und habe hier 150 Bilder pro Sekunde. Ja. Ja, und jedes Schiff unterscheidet sich dann auch,
auch für Fähigkeiten. Also es gibt verschiedene Klassen. Es gibt eben welche, die sind eher, ja, dafür da, um Dinge abzufangen. Yes! Ah Mann, nur ein Assist. Kacke. Gibt es eben Schiffe, die sind schneller, die sind langsamer und so. Das sind alles in Klassen aufgeteilt. Also da könnt ihr nicht einfach irgendein Schiff auswählen und dann hoffen, ja, ja, das klappt schon. Ups. Verdammt. Es gibt eben Abfangjäger, es gibt schwere Kampfjäger. Die hatten wir im vorigen Kampf, haben wir die ja gesehen gehabt. Da gibt es so einiges eben. Hier könnt ihr auch sehen, wer welche Schiffe nimmt. Also die Leute haben drei Schiffe, wie bei mir hier auch. Und ich habe das dritte Schiff ausgewählt eben. Also man kann sich eben sogar anschauen, welche Schiffe sie da reinkommen. Das kann man nehmen, wie man will. Es nimmt den taktischen Vorteil oder... ja. Auch nicht. Stirb. Was? Da bin ich nie abgeknallt. Ich habe den einen nur Assist gemacht. Aber wie gesagt, Assists geben auch Punkte. Hier 160 bin ich jetzt. Gut, scheint mein Team jetzt mal gerade nicht so gut zu sein. Kommt auch immer drauf an. Ich denke mal, hier wird im Dings gar nicht mal auf den Leveln wirklich direkt geschaut. Es gibt ja eben auch noch Stufenlevel. Gesteuert wird der ganze Quark eben auch via Maus. Also WASD-Maus. Da müsst ihr euch dann entweder dran gewöhnen oder ihr müsst es sein lassen. Leider ist es eben nicht Gameplay unterstützt. Leider. Aber das kann man auch nehmen, wie man will. Ja. Kann da jemand denn mal... Blöde Kack-Abfangjäger, diese Dinger sind schneller als ich. Kack, im anderen hatte ich eben noch Dings. Mist. Hey. Alter, dieser Abfangjäger. Dann nehmen wir halt mal meinen. Ist auch so ein Abfangjäger-Ding. Die haben alles so kleine eben. Aber meine ist auch recht wendig. Da kann ich dann auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Komm, müssen wir spawnen. Du für ein Spinner. Nein, ey. Jetzt kommt einmal so eine Rakete. Kacke, schon. Was? 30 Sekunden? Mein Gott. Jetzt gehen hier die Tickets runter. Ah, mega lang warten. Scheißendreck. Komm schon.
Oh, der ist gar nicht eben so schnell. Wer zum Kuckuck ist das eigentlich, der da die ganze Zeit auf mich ballert? Na! Scheiß Mischung da, ey. Sind die ganz kleinen Abfangjäger. Haben wir so gut wie verloren. Na, hier, der hat ein riesen Ding da, ey. Und das sind die ganzen Abfangjäger hier. Gatten. Ja. Ja, wie gesagt, man kann sich ein Team ja auch nicht immer aussuchen. Ja, dann kann man nichts geben. Mann, die Dinger sind einfach viel zu schnell hier. Ja, eh gerade verloren. Dass man sich die Zeit zum Respawn erhöht, ist natürlich ziemlich dämlich für das, dass man jetzt am Verlieren ist. Da sollte ja die Zeit dann nicht erhöht werden. Das ist ja Schwachsinn. Na, eben hier gar keine Abschlüsse machen können. Ja, bisschen doof. Ja, das kann man sich eben aussuchen. Ich habe Auto reparieren eingestellt gehabt. Optionen erfüllen. Nee, das kann ich ja so. Den wäre jetzt noch gar nicht drum gedüst. Sieht doch nicht groß anders aus. Was ist das hier? Das ist hier. Wie gesagt, das Geschütze immer weiter. Explosivgeschoss habe ich drin hier. Gucken. Ja, Leute, wir sind jetzt 16 Minuten an, fast seit 17. Zwei Runden gezockt, ein bisschen was mit meinen Schiffen gelabert. Wenn ihr hiervon mehr sehen wollt von Star Conflict, könnt ihr es auch ganz gerne reinschreiben. Ihr findet es ein super Spiel und würde auch ganz gerne noch mehr Videos für euch machen. Und ja, denken wir damit sind wir raus. Das war euer THC mit Star Conflict und Toastbrot gegen die Wand. Bis dann.